Ich habe das Haus gefunden. Hier ist keine Menschenseele und nur Staub und Spinnenweben. Marias Haus steht schon seit langer Zeit leer. Ist sie ausgezogen oder hat man sie wie die anderen Zeugen zum Schweigen gebracht? Ich werde diesen Ort durchsuchen. Vielleicht finde ich so etwas Neues heraus. Mhm, geil. Super. Der Detektiv stellte für sie einen letzten Ausweg dar. Er war der Einzige, der ihre Anschuldigung ernst nahm. Vielleicht deshalb, weil er ihre Meinung über Jacob Hyde teilte. Dass er ein Geheimnis, Betrüger, Quatsch, Geheimnis, Geizhals, meine Fresse, dass er ein Geizhals, Betrüger und Blutsauger war, der vielleicht sogar so weit gehen würde, jemanden aus Geldgründen umzubringen. Maria sagte, dass sie wüsste, welches Gesicht sich hinter der Maske des Mörders verbirgt. Okay. Ja, hey, cool. Spiel sagt, ich soll da lang. Ich mache jetzt mal das Gegenteil und gucke, ob die... Ja, hey, cool. Will da eigentlich nicht lang. Ich habe keinen Bock auf Jumpscares. Die Tür kommt mir 100% entgegen. Jesus, kannst du mir nicht helfen? Bitte? Die Tür kommt mir 100% entgegengeflogen. Es ist so ruhig. Jetzt! You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ be gone, Satan! Versuche zu kommen! Was? Ja, fick dich! Tschüss! Nein! Hey, Liebling! Ich habe Essen mitgebracht. Okay. Wie Homer so, du mieser Kleiner. Okay. Nochmal wegrennen, weißt du? Habe ich da Bock drauf? Nein. How dare you come here? Go away in the name of. Yep, tschüss. Renn! Junge. Long. Before I leave, I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Oh nee, finde alle Notizen von Maria. Schlimm ist, ich habe jetzt noch so eine schöne neue Tastatur. Und die... Deren Tasten sind so wunderschön butterweich. Wir glauben an dich. Ist so. No. Die Tasten sind so schön butterweich. Und wenn du da halt den Ringfinger, ich bin Linkshänder und rechte Hand, den linken Ringfinger einfach auf die D-Taste so leicht abstützt, Finger irgendwann schwer. Hast du sowas hier? Stimmen. Das heißt, ich muss jedes Mal aufpassen, dass ich die Finger nicht zu stark auf die Taste abstütze. Okay. Lesestunde. Mein Vater hat dieser armen alten Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen. Ich habe was gehört und das war gruselig. Sekunde. Bin gleich wieder da.
Einbrecher? Nein. Die Türen und Fenster sind alle zu. Ich weiß nicht, vielleicht war jemand hier. Polizei! Ruf mal einer den Polizei! Ich glaube, entweder hat da einer von außen an die Scheibe geklopft, weil ich zu laut bin. Zu scheißen? Nein. Warte mal. Ich mache eben Folgendes. Ich mache zum unser Schlafzimmerfenster, das mache ich auch noch hinzu. So. Muss wissen, dass bei dir jetzt komische Geräusche sind. Passt ja zur Atmosphäre. Ja. Total. Es hat sich irgendwie angehört, als ob. Wir haben hier neben mir ist das Badezimmer. Da haben wir einen großen Schrank. Und dieser Kater, der ist da mal. Einiger Zeit. Da war er auch mal oben auf dem Schrank. Ist er dann runtergehüpft auf die Kloschüssel und Deckel drauf war, aber das hat sich halt so angehört. Die Wand hier ist relativ schallübertragend. Ich habe erst gedacht, so, Scheiße, was war das? Das Geräusch habe ich jetzt gerade auch gehört und entweder hier ist ein Fenster, dass da einer gegen gebubbert hat, sich einen Streich erlauben wollte. Oder, dass sich einer von den Nachbarn vielleicht beschwert hat, dass ich zu laut bin. Oder was auch immer. Ich habe jetzt überall die Fenster zugemacht. Dass da einer auf die Idee kommt, lange Finger zu machen. Aber ich glaube nicht. Vielleicht war es auch irgendeine Katze. Wer weiß. Okay, lesen. Oder kommt das aus dem Spiel? Hört sich fast so an, ne? Und tuk tuk. Ich habe keine Ahnung. Egal. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieser elende Geizhals. Und hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Er kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich tun? Der alte Säufer, mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen. Alter, die hat aber... Die Frau ist seezornig, ne? Hat einen Vertrag unterschrieben, den er, in dem... er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Okay, sehr windiger Vertrag. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn Sie mir Angst einjagen wollen, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Hab dem Richter gesagt, dass ich alles weiß,
dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass die Heiz nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Ich werde nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat und verstehe jetzt, dass Jacob noch 1000-mal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht. Doch so einfach kommt er mir nicht davon. Oha. Oder. Die Frau ist sehr jähzornig. Ohne Witz. Und dieses ständige Aufblitzen. You will not escape the Lord's punishment. Your sins will be revealed. Lord, take their souls. Take their souls and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Okay. Positiv durch ihr Gelaber weiß ich immer, wo sie ist. Negativ. Durch ihr Gelaber weiß ich, wo sie ist. Sie ist höchstwahrscheinlich keine nette Person. Wow, Streichhölzer. Okay. Diese Krücke, okay. Mit einer sehr spitzen Spitze. Es ist eine Spitze. Die Alte hat einen am Helm, ja, auf jeden Fall. Omi, du brauchst Hilfe. Ohne Scheiß. Was? Mein Vater hatte... Moment. Okay, dear sir, I saw, yeah. Okay. Ich kann das nicht übersetzen lassen. Okay. Was? Mein Vater hatte mehr als einen Sohn? Das war ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht war die alte Frau auch nur verrückt. Es fällt mir schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Ja. Das Geheimnis der Familie Hyde, eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einen geheimen Ort versteckt. Ein weiterer Sohn, der hinter Schloss und Riegel gehalten wird. Was ist das für eine Bestie, von dem sie redet? Von der sie redet. Hatte das alte Weib vollkommen den Verstand verloren? Oder streifte damals wirklich etwas Bestialisches durch die Wälder? Warte mal, ich geh mal hier rein. Notizen. Nee, ohne Scheiß. Das kann ich wieder lesen. Da kann ich wieder Z drücken. Erste Fassung von Marias Brief an den Detektiv. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Boah, was ist das denn? Dein Rückzugs. Genau. Was sind das für Buchstaben? Das kann ich nicht lesen. Pass auf, das bricht jetzt. Schon eine Kette. Ein Rosenkranz. Jemand hat ihn kaputt gemacht.
eye causes you to sin, gouge it out. Yep. Hat jemand versucht, sie mit diesem Rosenkranz zu erwürgen? Weil da sind Blutflecken drauf. Hm? Ganz viele Arme. Okay, ja. I know. Yes. Yes. You know. Mm-hmm. Damn, the door's locked. I can't lockpick it. Maria always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. Ja, genau, natürlich. Hey, super Idee. Du musst mopsen einfach den Schlüssel von der alten. No, that I'm just a blind old witch and no one would believe me. Die ist blind? Lord, take their souls, and may they burn in hell. May they burn in hell, Lord. Lord, take their souls. Okay, A, sie ist blind. B, sie hat einen gehörigen Dachschaden. Und C, wir müssen einfach mal einen scheiß Schlüssel von ihr mopsen. Hier ist eine Lücke. Ich hoffe, ich mich jetzt erwischt habe. Ach, das kann ich wieder lesen. Mögen diese verdammten Heiz in der Höhle schmoren. Das war eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Okay. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemandem ein Leid wünscht. Aber ich bin nicht barmherzig genug, um diesen Uhrensöhnen auch noch die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann, der Trunkenbold, verschüttet wurde, habe ich nur nach einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Und was habe ich bekommen? Einen Scheißdreck habe ich bekommen. Ich wusste nicht, dass sich mein Vater weigerte, nach dem Unfall Schadensersatz zu zahlen. Wir waren keine Millionäre. Es war ja keine Goldmine, aber ich denke, dass wir in der Lage gewesen wären, diese Familien, den Familien der Opfer zu helfen. This must be the last note. Time to leave. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. Lord, evil. Lord, give me salvation from their evil, for you know what they have done. For we are one, we are one. Yes. Ich mach mal einen kurzen Cut. Und weiter. So. Und hier werden wir. Mutter! Fallen? Salvation. Erlösung. Okay, wir müssen hier raus und den Schlüssel von der Alten kriegen. Da sind Bretter vor. Die sind... Entschuldigung. Diese Bretter sind weiß gekennzeichnet. Man kann sie also rausbrechen. Und die blinken auch.